Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es nochmal um eine Rezension von einem Buch aus einem ziemlich neuen Verlag. Es wurden in letzter Zeit so ein paar neue Verlage gegründet und ja, ich verfolge das natürlich immer mit. Und ja, ich habe heute, wie gesagt, ein Buch aus so einem Verlag für euch, nämlich Broken Hope aus dem Vajona Verlag. Und ja, im Vajona Verlag erscheinen Liebesgeschichten, aber auch Fantasy-Geschichten. Und Broken Hope ist halt dort auch erschienen und ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe und es lesen durfte. Und ja, jetzt kommt meine Meinung dazu. Also fangen wir beim Inhalt an. Es geht um Hope und Hope hat eigentlich immer ein echt tolles Leben, bis ein Schicksalsschlag sie komplett, ja, aus ihrem tollen Leben reißt und sie den Boden unter den Füßen verliert und nicht mehr weiter weiß und alles erscheint aussichtslos. Und ja, während dieser schwierigen Zeit trifft sie dann auf Liam und ja, Liam hat etwas ganz Besonderes an sich und ja, wie das so weitergeht und ob Hope über das hinwegkommen kann, was ihr da passiert ist, das müsst ihr natürlich alles selbst lesen. Und ja, kommen wir zu den Charakteren, beziehungsweise erstmal zum Schreibstil. Ich fand den Schreibstil wirklich wunderschön. Er hatte etwas Leichtes und ein bisschen Tiefgründiges, was ich echt gerne mochte. Es war nicht so heftig wie zum Beispiel bei Emma Scott, aber es war halt, ja, es war vorhanden und es war einfach schön. Und man hat einfach mit den Charakteren oder vor allem auch mit Hope mitgelitten und konnte sich da wirklich super gut reinversetzen, insofern, dass bei dem, was ihr da passiert ist, auch möglich ist für einen. Ich fand es wirklich echt, echt toll. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so schnell ein E-Book beendet, außer es war jetzt so ein richtig krasses Dark Romans Buch. Aber ansonsten, man ist wirklich einfach durchgeflogen und man wollte nach jedem Kapitel, also es ging mir jedenfalls so, ich konnte einfach nach den Kapiteln nicht aufhören zu lesen, weil, ja, man wollte einfach wissen, wie es weitergeht und was passiert und das fand ich so, so schön. Genau. Dann haben wir Hope, unsere weibliche Hauptprotagonistin, der echt ganz, ganz Schlimmes widerfährt. Und man liest halt noch von früher, beziehungsweise man liest noch bevor ihr dieser Schicksalsschlag widerfährt. Und sie ändert sich halt auch komplett in der Person von einer glücklichen, lebensfrohen, sag ich jetzt mal, ja, into, ja, ziemlich traurige, verlorene Frau. Und ja, es war wirklich schlimm, das mit anzusehen. Sie hat einem wirklich, wirklich leid getan. Aber ich muss sagen, ich fand sie trotzdem toll. Sie war nicht so ein Trauerkloß, der einem auf die Nerven geht, sondern es war wirklich echt, es war real. Man konnte es richtig fühlen, man konnte es nachvollziehen. Und auch als sie dann auf Liam trifft, beziehungsweise als sie auch auf andere Personen in dem Buch trifft, einfach ihre Gedankengänge und alles, was sie gemacht hat, ich konnte das absolut nachvollziehen und habe so mit ihr gefühlt. Es war einfach, es hat super gepasst und es war für mich auch wirklich sehr realistisch, realitätsnah. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gesagt habe, so, ne, kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern so, wie es halt im echten Leben auch wäre. Und das hat mir echt gut gefallen. Und ja, dann haben wir unseren Liam. Und Liam ist ein ganz, ganz toller Kerl. Er ist, ja, er ist freundlich, er ist hilfsbereit und er ist eigentlich irgendwie so genau das, was Hope in diesen schlechten Tagen braucht. Und ja, ich fand die Geschichten der beiden wirklich, wirklich gut gemacht. Es hat mir echt super gefallen, weil ich fand, dass die beiden echt toll zusammengepasst haben. Es gibt so Pärchen, die harmonieren einfach unglaublich gut miteinander. Und das war bei den beiden halt auch so. Die haben absolut super zusammengepasst, so wie Topf und Deckel. Das ist so, das gehörte einfach irgendwie zusammen. Und ich fand auch was sie so zusammen erlebt haben und denen ihre Handlungen. Ich fand das einfach richtig, richtig toll. Es hat mir so richtig mein Herz erwärmt. Und ja, ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne, locker, leichte Geschichte. Sie hat ein bisschen Tiefgang und ist an
ein paar Stellen ein bisschen traurig, so aber auch wie das Leben ist. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Fans von Emma Scott oder Brittany C. Cherry diese Geschichte wirklich mögen könnten. Es ist nicht so tiefgründig und traurig, wie Emma Scott es zum Beispiel macht. Die ist ja schon echt heftig, was das angeht. Aber es hat so einen leichten Touch und es ist einfach toll zu lesen, weil das, was da passiert, einen einfach mitreißt, weil es so, ja, traurig einfach ist. Ich habe jetzt voll oft traurig gesagt, aber okay. genau. Und ja, ich fand einfach die Geschichte schön. Sie war nicht langweilig, sie ist nicht vor sich hingeplätschert. Es ist auch eher eine ruhige Geschichte, aber halt keine langweilig ruhige Geschichte, sondern eine ruhige Geschichte, die man so richtig gerne mitnimmt, die man so richtig fühlt. Also ich habe mich absolut wohl gefühlt mit dieser Geschichte und es wird ein zweiter Band erscheinen und ich freue mich jetzt schon riesig auf Band 2, weil mir Band 1 einfach so gut gefallen hat. Es ist einfach eine tolle Geschichte und ich finde, sie sollte viel, viel bekannter werden, weil ich mir vorstellen kann, dass sie ganz vielen von euch gefallen wird. Und ja, das soll es von meiner Rezension auch schon gewesen sein. Ihr könnt mir doch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von dem Buch schon was gehört habt und ob ihr vielleicht vorhabt, es zu lesen. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist eine super süße New Adult Geschichte. Die halt ein Thema behandelt, was irgendwie so zum Leben dazugehört, sage ich einfach mal, leider. Aber ja, und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!